Noch einmal ein großer Maurizio Cattelan. Ja, Maurizio Cattelan, bin ich wirklich sehr happy, dass der bei uns mitmacht. Das ist wirklich einer der ganz großen Künstler der Gegenwart und auch ein Künstler, der eben schon sehr viele Werke im öffentlichen Raum realisiert hat. Viele davon in Mailand. Eines der bekanntesten ist diese Marmorhand vor der italienischen Börse mit dem nach oben gesteckten Mittelfinger. Mit dieser eindeutigen, sage ich mal, Ansage an das italienische Finanzsystem. Also es ist ein sehr politischer Künstler, jemand, der sich wieder immer wieder Fragen auch stellt, wie die Gesellschaft sich entwickeln soll, ob die politischen Setzungen die richtigen sind. Und obwohl er quasi seinen Rückzug von der Kunst vor einigen Monaten verkündet hat, ist er hier bei uns dabei. Mit einem Projekt, was sich so ein bisschen an der Übergangsstelle zwischen Kunst und Kommunikation bewegt. Maurizio Cattelan gibt schon seit einigen Jahren eine Zeitschrift heraus, die den Titel hat Toilet Paper. Natürlich selbstironisch, ne? Also beziehungsweise auch mit Bezug auf eine andere Nutzung von Zeitungspapier, ne? Als Klopapier, was ja vor Hackle und Tempo gang und gäbe gewesen ist. Damit relativiert er natürlich nicht seine eigene Arbeit, sondern denkt darüber nach, eben was mit Drucksachen passieren kann. Er wird hier in Zürich eine wunderbare kleine Plakataktion dann im August machen, die eben für seine Zeitschrift wirbt, Toilet Paper. Und damit natürlich auch einen kleinen Kommentar abgeben eben auf diese ganze kommunikative Verwertungsgesellschaft, in der wir uns drin auch bewegen. Er wird selber hier sein im August? Ich hoffe, dass er kommen kann, aber das ist noch nicht völlig klar.